Oh, unsere gute Freundin Medley. Meduli. Medley? Meduli? Melody? Ne, Melody ist es nicht. Meduli. Medley. Medley? Nee. Oh mein Gott, hier regnet es. Ich mag Regen nicht. Warum regnet das jetzt? So, jetzt sind wir endlich bei dem Feenkordial angekommen. Steigst du aus? Dankeschön. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, fehlen uns, glaube ich, nur noch zwei. Werde ich mir jetzt halt holen, weil alles andere haben wir schon. Und jetzt, wo wir den Hammer haben, gut, den haben wir auch schon etwas länger, aber jetzt, wo wir einen Hammer haben, bam, können wir hier aufmachen. Mal mit der netten, netten, großen Fee schmatzen. Oh, ich bin so froh, dass ich wieder etwas gesünder bin. Ich habe immer noch so ein bisschen Husten, immer noch ein bisschen Schnupfen, aber es wird langsam. Junge, der du die Winde erwächst, ich möchte einen kleinen Beitrag dazu leisten, dein Abenteuer zu erleichtern. Merci, Mausi. Und weitestgehend passt eigentlich alles wieder. Ich fühle mich wieder relativ fit. Wie gesagt, nur noch Schnupfen und etwas Husten. Und das bei heute 22 Grad, das ist schon cool. Genau, oh ja, sie hat uns was gegeben, dass wir mehr Pfeile tragen können. Jetzt können wir 60 Pfeile tragen, das finde ich schon geil. Mit 60 Pfeilen rumzulaufen. Hat was, und wir sind jetzt halt hier, kann ich die Karte eigentlich? Ja, kann ich. Wir sind jetzt hier ganz im Westen, und jetzt muss ich einmal ganz in den Osten, dass wir zum anderen Feenkordial kommen, da müssten wir eigentlich alle haben. Hoffe ich. Es ist schon etwas her, dass ich aufgenommen habe. Ich wollte eigentlich mehr aufnehmen, aber ich hatte keine Stimme. Dementsprechend ist es schon wieder ein bisschen her, dass ich das hier aufnehme. Es ist nicht ein bisschen her, dass ich das aufnehme, sondern es ist ein bisschen her, dass ich das mache. Oh ja, ich habe vorhin die Schatzkarten geöffnet. Ich weiß nicht warum, aber scheinbar spawnt man hier direkt bei einer großen Schatzkarte ein bisschen nach vorne. Dann sollten wir hier unseren ersten großen Schatz heben. Ich meine, wir sammeln immer die Schatzkarten und heben keine Schätze. Schauen wir mal, was da drinnen ist. Eine große Kiste. Oh yeah, 200 Piepen. Nicht ganz der Grund, warum wir hier sind. Muss ich kurz überlegen. Ich glaube, da will ich hin. Ja. Oder ist das der, den wir schon haben? Ich hoffe nicht. Vielleicht sollte ich sowas mal an einem Stück machen und nicht immer so zwischendurch so ein bisschen. Das ist übrigens die Vulkaninsel, die wir mal betreten haben. Die ist jetzt permanent ruhig. Falls ihr euch erinnert. Ich mit den Eispfeilen abgeschossen habe. Und wir haben das Rätsel gelöst, indem wir eine Kiste aufgemacht haben da drin. Und deswegen ist da jetzt für immer Ruhe. Na komm schon. Und waren wir hier schon? Ich glaube, hier waren wir schon, oder? Welchen habe ich denn sonst noch vergessen? Ja, hier waren wir definitiv dann schon. Ja. Also wenn ich... Ja, einfach ja, hier waren wir schon. Wenn ich hier einfach reingehen kann, waren wir hier schon, super. Was fehlt uns da noch? Wo ist denn noch eine? Jetzt geht das große Überlegen los. Erstmal sollte ich wissen, wo mein Schiff hin ist. Der kleine Nussschale Schiff sagen. Halt die Fresse, mit dir wollte ich nicht reden. Ich wollte rollen.
Ja, doch die Fresse, bitte sei doch ruhig. Sei einfach still. Dankeschön, mein Freundchen. Dankeschön. Jetzt muss ich kurz überlegen, wir waren. Wow, ich drücke nur falsche Knöpfe. Den da will ich. Genau. Hier ist das ein. Ist das ein Anzeigefehler? Ich will doch nicht. Das sieht aus wie ein Feenkordial. Das soll's aber nicht. Das ist Portemonnaie. Das ist ein Anzeigefehler hier. Krasse Sache, habe ich so auch noch nie gesehen. Auf jeden Fall egal. Zeigt mir das gerade die Insel an, wo ich bin. Also hier ist eins. Da waren wir. Auf unserer Heimatinsel ist eine, da waren wir. Eins von denen ist auch eins, genau hier. Das haben wir. Dann da, wo wir gerade sind. Haben wir. Und hier waren wir gerade auch. Ist dann, wo ist denn dann noch eins? Boah. Verdammt. Wenn hier auf dem Weg zur Tantopia eins wäre, hätte ich mir das geholt. Mittelgeldbeutel, großer Geldbeutel. Dann habe ich hier einmal die Bomben gekriegt. Dann hier einmal Bomben. Da habe ich jetzt Dings gekriegt. What? ja, ich hab's vergessen. Ich schaue einmal unten bei Tantopia. Hilft nichts. Okay, während ich mich hier gerade umschaue und ich glaube, ich hab's gefunden. Von Tantopia aus Richtung Nordwesten. War das daneben? Okay. Haben wir nochmal einen Schatz schnell gefunden? Ich habe neun Schatzkarten geöffnet und finde gerade alle von den neuen scheinbar. Alle. Ja, ich sag alle, wenn ich zwei gefunden habe, natürlich. Wow, nochmal 200. Die Kohle können wir gut gebrauchen. Nee, hier oben. Ich glaube, bei dem waren wir noch nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, ich habe den verwechselt. Den habe ich eigentlich auch gemeint, als ich nach Draconia bin. Habe aber dann den anderen gesehen und habe mich ablenken lassen. So einfach funktioniert's. Lass mich einfach ablenken. Und hier regnet schon wieder. Nicht cool. Verpiss dich, Schiff. Bitte triff mich nicht. Ah, hier waren wir noch nicht. Hier kommt man nämlich auch nur mit dem Hammer rein. Indem man bam, alle drei Schalter reinhaut. Das war etwas daneben. Und dann gehen die Hentai-Tentakel einfach weg. Oh yeah! Weiß nicht, was Nintendo mit Tentakeln hat, aber okay. Aber dann müsste das die letzte große Fähre gewesen sein, hoffe ich. Hoffe ich. Junge, der du die Winde erweckst, ich möchte einen kleinen Beitrag dazu leisten, dein Abenteuer zu erleichtern. Oh. Wunderschön. Dein Blütenblättern in mein Gesicht. Und jetzt können wir maximal 99 Pfeile tragen. Wow, Eskalation! Okay, und das müsste dann, wie gesagt, ich weiß nicht, ich glaube, ich sage das jetzt zum 10. Mal. Es ist die letzte, wenn mich nicht alles täuscht. Weil wir haben 99 Bomben, 99 Pfeile und der orangene Ruby unten bei meiner Rubinenanzeige sagt mir, dass wir auch den großen Geldbeutel haben. Und jetzt haben wir genug Sidequests gemacht. Jetzt machen wir mal wieder ein bisschen Story weiter. Ich meine, wir haben jetzt halt einige Herzen. Wir haben ganzen Upgrades, was auch echt geil ist. Und ja. Ist schon etwas her. Da haben wir mit dem. Mein Gott, steigt doch aus. Mit dem Hüter des Terra-Tempels geredet, der ja leider tot ist, der Kokiri. Und der meinte, wir müssten einen Nachfahren finden, durch dem das gleiche Blut wie seins fließt. Und zufälligerweise
Weiß ich natürlich auch, wer das ist. Deswegen bin ich ja schon ganz zielstrebig nach Draconia. Ich finde es schade, dass ich jetzt in der Nacht hierher gekommen bin. Ich mag die Draconia-Musik. Wo will ich eigentlich hin? Ich glaube hier raus. Ja. Yeah. Brauchen wir aber erstmal unseren Haken. War das schon? Habe ich mich darüber schon mal beschwert? Kann es sein, dass ich mit dem Stick laufen muss? Ja, ich glaube schon. Mit dem linken Stick laufe ich dabei noch und mit dem rechten Stick muss ich steuern, während ich gerade X gedrückt halte. Oh, unsere gute Freundin Medley. Medoli. Medley? Medoli? Melody? Ne, Melody ist es nicht. Medoli. Medley. Medley? Nee. Ich werde es danach googeln, das hilft mir. Mir fällt es gerade nicht ein, Alter. Retro, du bist wohl auf. Komori ist zwar nicht müde geworden, mir von deinen Abenteuern zu erzählen, aber jetzt, wo ich dich von Angesicht zu Angesicht sehe, bin ich wirklich beruhigt. Findest du nicht auch, dass sich Komori prächtig entwickelt hat? Ja, jetzt, wo er mich gerettet hat, sind wir Freunde. Er kommt jetzt auch, oder so ähnlich, er kommt jetzt auch ganz ohne meine Anwesenheit wunderbar alleine zurecht. Und wenn er etwas erzählt, dann geht es dabei immer um dich. Natürlich bin ich überglücklich zu sehen, wie Komori zu seinem selbstständigen jungen Mann heranwächst, aber ein wenig stimmt es mich auch traurig und einsam. So muss sich wohl eine Mutter fühlen, die ihr Kind langsam aufwachsen sieht. Ja. Entschuldigung, ich rede Unsinn. Wow, Unsinn. Ach Gott, tut mir leid. Gut, ich sollte fleißig weiterüben, damit ich bald allen dienlich sein kann. Musizieren ist nämlich eine der wichtigen Aufgaben einer Maid, musst du wissen. Für mich ist dieses Instrument wirklich von schicksalhafter Natur. Es war dieses Instrument, das mich dazu angehalten hat, den Weg als Maid einzuschlagen. Komoris Großmutter war meine Lehrmeisterin. Schon allein um sie zu ehren, muss ich schnell eine gute Maid werden und dem Gemeinwohl dienen. Guck mal, was ich da hab. Ich hab ein Stöckchen für dich. Ich hab ein Stöckchen. Willst du ein Stöckchen? Ja, willst du ein Stöckchen? Ja, willst du ein Stöckchen? Hol ihn dir! Ach, Entschuldigung. Aber das ist ja ein Taktstock. Wirst du mich etwa dirigieren, Reto? Ich hoffe, ich werde dich nicht enttäuschen. Schwinge R. Takt ändern. So, und wir haben ja das Lied von dem Terragott gelernt. Sechster Takt, bitte. Und den spielen wir mal. Und ganz zufällig hat sie ja das gleiche Instrument wie der Terragott. Und er sagte, wir sollen einen finden, der dieses Instrument benutzt. Wunderschön. Wirklich ein eigenartiges Lied, so merkwürdig es klingen mag, aber es kommt mir irgendwie bekannt vor. Und es erinnert mich an irgendwas. An etwas, das ich tief in mir vergessen zu haben schien. Ah. Okay, das klang jetzt nicht so, wie ich es wollte. Wunderschön. So schön, wie die Musik miteinander machen. Was mir gerade einfällt, habe ich vorhin Kokiri gesagt? Ich habe es auf jeden Fall gedacht. Ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe. Der ja leider tot ist. Der Kokiri. Ich meinte natürlich nicht Kokiri. Ich meinte natürlich Zora. Es tut mir leid. Oh, siehst du dieses Schwert? Musst du dich darum kümmern. Mach du wieder ganz.
Ich überlege gerade, haben wir darüber haben wir auch schon geredet, warum eigentlich aus den Zoras die Vogel entstanden sind, gell? Haben wir auch schon, Digga. Die Theorie. Digga, Salz und Süßwasser. Okay. Die Stimme der Weise. Ich habe sie gerade im Geiste gehört. Sie sagte mir, was ich von nun an zu tun habe. Ich lass mir doch von dem Tod nichts sagen. Retro, dank dir bin ich mir meiner Bestimmung als Weise des Terra-Tempels bewusst geworden. Also bin ich doch zu etwas dienlich. Voll die Selbstzweifel, glaube ich. Meine Lehrmeisterin hat bestimmt davon gewusst. Retro, bitte geleite mich zum Terra-Tempel. Wir müssen schnell das Masterschwert wieder zu seiner alten Stärke erwachen lassen. Das Böse vom Antlitz der Welt zu verbannen. Lass uns augenblicklich heimlich aufbrechen. Ich möchte, dass er mich einfach als die Maid Medoli in Erinnerung behält. Danke. Medoli. Muss ich mir mal. Ich weiß nicht, warum mir das vorhin nicht eingefallen ist. Ich bin halt etwas kirre im Kopf. Ah, so viel. Naja, Stoff. Und jetzt war ich. Montag war ja. Montag, sag ich, Mittwoch war ja Feiertag. Da ging es mir ja schon so dreckig. Donnerstag war ich dann in der Schule, bis Mittag habe ich gesagt, ich pack's nicht mehr, ich geh jetzt heim. Und wenn du da mal 1,5 Tage raus bist, Alter. Als hätten die nur darauf gewartet, dass ich gehe. Und bam, 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 Stoff, Stoff, hier, neues Zeug, neues Zeug, neues Zeug. Und durfte gleich mal alles lernen. Ich glaube, da ist der Terra-Tempel. Ich habe das Spiel schon so lange nicht mehr gespielt. Hätte ich nicht so eine lange Aufnehmpause gemacht, wüsste ich, wo ich das Lied her habe, ich Idiot. Aber naja. Sonst reisen wir halt woanders hin. Aber ich glaube, das ist schon hier. Hoffe ich. Theorie und Praxis. Was wollte ich noch sagen? Oh ja, die Melodie von Dragon Roost Island, die wir gerade gehört haben, das ist so schön. Man streitet sich ja, ob es die traurige Version ist oder einfach nur die langsame Version. Aber wenn man Sad Dragon Roost Island eingibt bei YouTube, findet man das Lied auf jeden Fall. Bilder. Okay. Ich hab's doch noch richtig intuitiv richtig gemacht. Medoli, lausche aufmerksam meinen Worten. Dieser Tempel ist ein gefährlicher Ort, an dem furchtbare Monster hausen. Sie haben dem letzten Weisen das Leben geraubt. Befolge also bitte diese Anweisungen. Wenn Retro in deiner Nähe ZR drückt, dann folge ihm ohne Widerworte. Oh yeah. Und wenn Retro A drückt, dann vertraue ihm und knie dich hin, auf dass er seine Hose öffne. Wie alt ist sie eigentlich? Darf man sowas sagen? Nicht, dass ich sie jetzt halt irgendwie was Schlimmes gesagt habe. Die darf sowas schon machen, glaube ich. Ich meine, die hat ein Kind großgezogen, also gehe ich davon aus. Okay. Ah, ich weiß nicht, was halt los ist. Und du, Retro, wenn Medoli an einer Stelle in dem Tempel nicht mehr weiterkommt, dann spielst du mit dem Taktstock das Musikstück, das du im Turm der Götter erlernt hast. Ist es denn so schwer zu sagen, wenn er nicht mehr weiterkommt, spiel Sonate der Puppenspieler? Und alles wird wieder gut. Nein, spiel mit dem Taktstock das Musikstück, das du im Turm der Götter gelernt hast. Hallo, klare Anweisungen, Spezi. Hast du mich verstanden? Du beschützt Medoli Retro und Medoli hilft dir. Ihr müsst unbedingt Erfolg damit haben, das Masterschwert wieder zu seiner alten Stärke zu verhelfen. Oh yeah. Dungeon Time. Woop, 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 woop. Fast. Erst müssen wir noch Musik spielen. Wunderschön. Ach ja.
Okay, leider seid ihr mal wieder am Ende von einem Video von mir. Aber keine Angst, das nächste Video werde ich garantiert auch bald wieder hochladen. Solange könnt ihr euch aber gerne die Zeit mit einem anderen Video von mir vertreiben, das nun hier angezeigt wird. Und wie immer, lasst doch gerne ein Abo und ein Like da. Also, bis zum nächsten Mal und bleibt sauber. Retro.